Ich und mein Staat, Deutschland. Ich fand, wenn man an der Regierung rummeckern will, dann muss man eigentlich eine bessere Idee haben als die Regierung. Und das fand ich immer früher ganz schön schwierig, weil die Regierung, so habe ich das gesehen, besteht aus Leuten, die den ganzen Tag sich damit beschäftigen, wie man das am besten macht, so ein Land regieren. Die wollen, dass es die beste Regel gibt, die man sich ausdenken kann, damit es in Deutschland am besten läuft. Und das machen die den ganzen Tag. Und wenn man jetzt mal sich vorstellt, so eine Schulministerin, die sitzt in so einem Schulausschuss und die kümmert sich darum, wie man am besten das mit der Schule macht. Und dann denkt die ganze Zeit darüber nach und liest Bücher dazu und trifft sich mit Experten und berät in Ausschüssen und liest dann Vorschläge von anderen Parteien und so. Und man diskutiert darüber und überlegt. Man versucht wirklich das Beste zu finden. Da muss man ja Experte sein für diese Geschichte. Man muss eine ganze Menge von Schule wissen und von Lernen und wie Kinder das so machen. Nur irgendwo als Beispiel jetzt Schulsystem. Und man hat den ganzen Tag Zeit dafür. Eine ganze Woche, das ganze Jahr. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Ich habe gedacht, Mensch, wenn ich jetzt einen Schulminister kritisieren wollte, dann müsste ich schon ganz schön viel Ahnung haben von der Sache, bevor ich sagen kann, der hat eine falsche Entscheidung getroffen. Weil ich finde, der hat sich ja mit der Sache gut beschäftigt und hat die ganze Zeit darüber nachgedacht und ist irgendwie ein Experte. Und der hat, selbst wenn er einen Fehler macht, hat er sich ja dieser verantwortungsvollen Aufgabe gestellt, sich eine Regel zu überlegen, also so ein Gesetz, wie man das am besten organisiert. Und das ist erstmal was, da könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das mache. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Minister, Schulminister und müsste jetzt über Kinder und Eltern entscheiden, wie das zu laufen hat, alles, was so mit Schule zu tun hat, da wäre mir irgendwie schon ganz schön mulmig, weil wenn ich da jetzt was falsch entscheide, wie viel Leid entsteht denn da? Das macht den Leuten ja was aus. Das betrifft die ja. Und wenn ich da was falsch mache, oh Gott, ich wüsste gar nicht, wie ich damit leben sollte. Also die Leute, die gehen da hin, lassen sich wählen und man sieht ja auch, die werden echt schnell alt in dem Job. Es muss voll stressig sein. Wir kriegen schnell graue Haare und so, habe ich öfter gesehen bei Politikern. Das muss tierisch stressig sein. Und ich habe mir gedacht, Respekt. Erstmal dafür, dass man diesen Job überhaupt macht. Und dafür, dass die sich so viel damit beschäftigt haben. Und deswegen muss man mit der Kritik doch eigentlich sehr vorsichtig sein. Und nur dann mit der Kritik aus dem Busch kommen, wenn man das Gefühl hat, man hat die Sache wirklich gut verstanden und durchdacht. Und da ist wirklich was falsch. Und da muss man in sehr respektvoller Weise diese Kritik anmelden. Aber ich habe eher sowas erlebt wie, ich finde das aber doof, wenn die Rentner beim Aldi nur einkaufen können, die sollen sich auch mal was leisten können. Deswegen finde ich, sollten die Renten erhöht werden. Das ist irgendwie, fand ich völlig unqualifiziert, weil wenn die Renten erhöht werden sollen, muss das Geld irgendwo herkommen. Das heißt, es kann woanders nicht ausgegeben werden, also muss es woanders fehlen. Und das ist ja auch blöd, wenn es irgendwo anders fehlt. Ist das denn jetzt wichtiger, dass die Rentner das Geld haben oder da, wo es weggenommen wird? Und das, finde ich, müsste man sich doch mal überlegen, wenn man so einen Vorschlag macht, dass die Rentner Geld haben sollen. So fand ich. Also habe ich immer schön meine Regierung, meinen Staat verteidigt und habe gesagt, nee, Leute, das ist nicht fair, die machen hier einen guten Job. So war das früher. Heute sehe ich das ganz anders. Mal weg mit dem Ding hier. Heute glaube ich nicht mehr, dass die Politiker Experten sind. Jedenfalls nicht für das Ressort, wo sie jetzt Minister sind. Weil, man sieht das ja, man kann mal Familienminister sein, dann kann man Finanzminister sein, dann wird man irgendwie Regierungspräsident von einem Land, dann kommt man wieder zurück in den Bundestag und wird vielleicht Finanzminister und dann wird man vielleicht Bundespräsident oder ne, man kann irgendwie alle möglichen Jobs machen, als Politiker offensichtlich. Oder man geht ins Europaparlament oder man geht irgendwie leitet eine Bank und dann kommt man wieder zurück oder so. Also das geht offensichtlich, dass man von ganz vielen verschiedenen Dingen Ahnung haben kann? Nee, das kann es nicht sein. Das sind ja jetzt keine Super-Genies, die über alles Bescheid wissen,
sondern die haben wahrscheinlich gar nicht so viel Ahnung von dem Ressort, was sie da machen, sondern mehr Ahnung davon, wie man an der Macht bleibt. Das war das eine, was mir aufgegangen ist. Das sind gar nicht Experten. Die haben gar nicht so viel Ahnung manchmal. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Also Frau Sommer, die Schulministerin vom Land Nordrhein-Westfalen, die war Lehrerin und dann war sie irgendwann Schulleiterin und dann war sie irgendwann Schulrätin und dann ist sie Ministerin geworden. Also die kennt sich ja mit Schule schon ganz schön aus. Aber das ist ja gar nicht immer so. Also das mit den Experten, das war schon mal dann irgendwie gestorben. Und dann habe ich gedacht, da gibt es ja so viele Lobbygruppen in Bonn und in Berlin. Und die haben ganz schön Einfluss auf die Regierung. Und wie kommt das eigentlich? Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich Politiker bin, dann habe ich ja Glück gehabt, dass ich gewählt worden bin. Das ist ja immer ganz schön knapp. Dann muss ich ja echt gucken, dass ich nächste Periode in 4 Jahren wiedergewählt werde. Also ist mein Job eigentlich, erstmal dafür zu sorgen, dass ich nächstes Jahr wiedergewählt werde. Nächstes 4 Jahre. Weil nach der Wahl ist vor der Wahl. Und das heißt, ich muss eigentlich gucken, dass ich nicht so viele Leute verärgere und nicht so mächtige Leute verärgere, wie so eine Kirche oder wie so eine Gewerkschaft oder wie so ein Arbeitgeberverband oder sonst wie jemand Wichtiges, dass die mir nicht Gegenwind machen, wenn ich wieder gewählt werden will. Und die Leute, die hoffen darauf, dass ich irgendwas Bestimmtes tue, weil das für die gut ist, weil ich das vielleicht im Wahlkampf versprochen habe, und dann meine ich jetzt nicht die normalen Wähler, sondern Interessengruppen, die echt mir Schwierigkeiten machen können, die muss ich gut bedienen. Der muss ich was machen, was die zufriedenstellt, damit die nicht, wenn es um Wahlkampf geht, richtig gegen mich blasen. Also mein Job ist echt stressig, ja, stimmt, aber nicht, weil das so verantwortungsvoll ist, sondern scheint so für die Politiker, sondern weil man so kompliziert gucken muss, dass man möglichst viele Leute freundlich stimmt und möglichst viele Leute verärgert. Oder nur die, bei denen man sich leisten kann, die eh gegen einen sind. Das ist schon ein ganz schön stressiger Job. Nur der hat nichts damit zu tun, dass es Deutschland, ne, gut geht. Sondern, dass es dem einzelnen Politiker gut geht, insofern, dass er seinen Job behalten kann und seine Macht weiter haben kann und dabei schön reich und einflussreich werden kann. Also das ist meine Sichtweise. Und was die Verantwortung angeht, die ich immer früher fand, dass die Politiker sich ja so ehrenwert dieser Verantwortung gestellt haben, ich finde, wer sich mit Selbstbewusstsein und mit Eifer für einen Posten bewirbt, bei dem man nicht nur für einen Menschen, das wäre schon krass genug, sondern für 80 Millionen Leute, aber es reicht auch schon, wenn es 15.000 Leute sind, völlig egal. Wenn man da Regeln macht, die verbindlich sind für diese Leute, die mit Gewalt durchgesetzt werden im Notfall, falls die Leute sagen, ich will mich nicht an diese Regel halten. Ich will nicht, dass meine Kinder zur Schule müssen mit 6, mit 5. Da bin ich gegen. Ich will, dass das gar nicht zur Schule geht oder erst mit 7. Weil das ist gut genug für das Kind. Ich weiß, ich bin der Vater. Nein, das geht nicht. Dann wird man mit Bußen bedroht. Also es wird durchgesetzt mit Gewalt. Das ist eine Verantwortung. Die kann man eigentlich gar nicht übernehmen. Mit dieser Verantwortung könnte ich nicht leben. Und ich glaube auch, dass es falsch ist, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Und die Politiker, die übernehmen diese Verantwortung nicht nur ungerne, die nehmen die gerne. Die kloppen sich darum, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, sie sind moralisch so stumpf, dass sie gar nicht merken, was sie da tun. Wie krass das ist, dass sie da Regeln erlassen für Leute, die sie gar nicht kennen und meinen, sie könnten dann was Gutes damit tun. Und dann noch mit Gewalt diese Regeln durchsetzen lassen. Und dann noch nicht mal dafür haften, persönlich, wenn sie denn einen Fehler machen. Das wäre ja nochmal was, wenn die sagen, ich hafte dafür, wenn ich was falsch mache. Machen die nicht. Nach 4 Jahren sind sie weg oder werden wiedergewählt. Aber haften für Fehler? Niemals. Das finde ich ziemlich verrückt. So viel Selbstbewusstsein zu haben, zu glauben, man könnte diesen Job machen. Und wenn man dann noch ruhig dabei schlafen kann und es einem damals noch gut geht,
Ich glaube, das ist ziemlich krank. So sehe ich das heute. Auf Wiedersehen.